Noch bin ich nicht fertig. Dann packen wir. Das sieht gerade echt kirchlich aus, oder? Ich mag's. Haben wir die in kleiner? Yes. Ich glaube, ein bisschen andere Blumen sind drin, aber... That's kind of what I was going for. Tränkeladen. Wo ist denn unser Getränke? Nein, was ist da für ein Laden? Das Gebäude interessiert mich nicht, mich interessiert der Laden. Scooty. Okay, das ist ein Krone. Mein Souvenir. Warum nicht? Hier bekommt ihr Souvenirs. Hier bekommt ihr, warte, was ist das hier? Das ist Essen. Ich will jetzt nur schnell mit Getränke damit dazu. Yes, Gulpi. Wem gehört das? Also bestimmt nicht. Ich dachte gerade eher von welcher Seite aus. Oh mein Gott. Ich liebe es. Gulpi. Schreibt man das so? Ja. Ja. Bestätigen. Okay, jetzt kümmern wir uns weiter darum. Dafür sind wir eigentlich da. Und zwar Information.
Das mit mittig das immer vielleicht nochmal. Besser, oder? Okay, wir nehmen eine weiße Umrandung und das in der Mitte machen wir blau. Dunkle Blau. Ein schönes Dunkelblau. Kriege ich ein dunkleres, schönes Blau? Kriege ich irgendein Blau, das mir gefällt? Okay. Ups, dich streck mal bis davor. Ich weiß, wir müssen das andere außenrum gleich noch machen, aber grundsätzlich ist das doch schon mal ein Anfang. Denke ich mir. Das ist so cool. Haben wir vielleicht eine Uhr? Uhr? Keine Uhr. Vielleicht nicht ein Märchen. Lass mich mal gucken. Okay, nee, geht trotzdem nicht. Ich bin mir sicher, ich habe schon mal eine Uhr gesehen. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Vielleicht bei Szenerie. Uhr. Okay, die passt jetzt nicht unbedingt. Auch nicht unbedingt. Dann gehen wir wieder auf Märchen. Der Brunnen, natürlich der Brunnen. Wir brauchen einen großen Brunnen. Ja. Den hier. Ich glaube, wir müssen ihn ein kleines bisschen nach hinten setzen. Es tut mir leid, ich muss ihn ausrichten. Halbwegs zumindest, weil das nervt mich sonst die ganze Zeit. So? Vielleicht? Oh, wow. Auch die nehmen können. Natürlich müssen wir hier einen dieser Karren hinstellen. Allerdings machen wir den, glaube ich, Rott. Richtiges Rot vielleicht. So. Bogenschützziele. Oh mein Gott. Könnten da hinten so einen kleinen Übungsplatz haben. So.
Ein Narr macht sich hier bestimmt gut. Ich meine, die Prinzessin wurde gekidnappt, also stellen wir den König da drauf. Oder? Ja, ist der König. Wir könnten auch ihn draufstellen, aber nö. Ein leerer Marktkahn, den stellen wir dahin. Welche Farbe haben wir da? Blau und Rot. Keine Ahnung, wo das Rot ist. Okay. Vielleicht tauschen wir die zwei Farben aber. Ja. So, dann braucht man einen Mülleimer. Da kopieren wir den jetzt einfach. Wir müssen den hier umfärben. Das hier muss ins Rote. Okay. Den hier. Oder? Ich will ihn irgendwie da lassen. Dem sein Kahn. Okay, eins muss ich noch schieben. Vorne bin ich jetzt relativ zufrieden. Ich habe fast 5000 verbraucht. Jetzt machen wir das hier noch ein bisschen bearbeiten. So, und zwar möchte ich, dass du Fenster platzierst. Eins. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es ist wahrscheinlich gerade krumm und schief, oder? Sehr krumm. Oh Gott. Ich will sie überhaupt nicht wissen, wie. Hallo? Wie krumm und schief. Ich bin viel zu hoch geworden.
Oh, wow. Okay. Ich möchte anmerken, ich habe absolut kein Augenmaß. Das müssen wir auch ein bisschen nach unten schieben. Das schieben wir aber nicht ganz nach unten. Eigentlich wollte ich ja eine Uhr raufpacken, aber wenn ich keine finde, dann gibt es natürlich keine. Das passt jetzt so. Ist mir jetzt egal. Es ist nicht perfekt. Wird auch nie perfekt sein. Dann kopieren wir das hier. Tut mir übrigens leid, dass ich da immer mitzählen muss, aber das ist irgendwie so. Wenn ich was platziere, dann muss ich laut mitzählen, wenn ich nicht gerade was anderes sage. Das ist. Weiß ich nicht. Manchmal nervt es mich, aber. Was denkt ihr? Ist das eine nervige Angewohnheit? Opa, Sally. Etwas. Das ist ganz schön schief geworden. Ja, passt schon. Passt schon. Was habe ich eigentlich für ein Augenmaß? Die sind alle zu weit. Rechts. So, jetzt muss aber passen. Gut.